Ich wollte mich zunächst mal sehr, sehr herzlich bedanken, dass Sie zugestimmt haben, dieses Gespräch zu machen. Sie sind ja wirklich heute erst angekommen in Zürich und wir haben wirklich eine ganz spezielle Situation. Wir haben uns noch nie vorher gesehen. Also wir haben es eben erst kennengelernt. Das ist wirklich etwas, was sehr speziell ist, weil ich in der Pandemie nicht gereist bin und Sie auch nicht. Also haben wir jetzt eine Ausstellung zusammengestellt, die wir wirklich über E-Mail und Telefon so über die Distanz hinweg erarbeitet haben. Und was ich wirklich ganz besonders toll finde, ist, dass wir über diese zwei Stockwerke, wir haben es tatsächlich geschafft, so etwas wie eine kleine Retrospektive zu machen. Also wir haben tatsächlich 50 Jahre, die wir umfassen mit der Ausstellung. Und ich finde es, ich habe es jetzt gestern und vorgestern gemerkt, wenn ich mit Leuten durch die Ausstellung gehe, wie wichtig die frühen Werke sind zum Verständnis der aktuellen und der jüngsten Werke. Bis wie spät kommen Sie zurück zu den frühen Werken? Die 70er Jahre. Wir beginnen ja mit 1970 und das letzte Werk ist so 2020. Also wir haben da eigentlich wirklich eine sehr interessante Zeitspanne, die wir umfassen mit der Ausstellung. Und ich fand immer, es ist sehr wichtig, die frühen Werke zu kennen, auch wenn man ihre späten Werke, also umgekehrt, die ersten Arbeiten oder die frühesten Arbeiten zu kennen, wenn man jetzt auch die jüngsten Arbeiten sieht. Und ich frage mich, wie es Ihnen dabei geht. Haben Sie das gleiche Gefühl oder manche Künstler sagen ja, ach, die frühen Werke, die interessieren mich gar nicht mehr, da bin ich schon so lange weg davon. Nein, das ist nicht so. Ich habe eine Zeit lang meine ganz, ganz frühen Arbeiten, die ich aber auch voll gemacht habe. Also ich dachte, das ist ja, was ich kann. Und die habe ich eine Zeit lang verschwiegen. Weil die nach dieser Wende von figurativen bis zum abstrakten oder geometrischen, das war auch schon früher irgendwie drinnen in der Sache, aber irgendwie so, bei dem ich das gezeigt habe, dass das sagt, herabgeschätzt, das kann man dann leichter machen, diese geometrischen Sachen. Du sollst lieber also der Natur nachgehen. Und in der Akademie war das, oder? Das hat mir jemand gesagt, den ich sehr gut kannte, aber dann habe ich das, aber er hat auch gleich etwas gesagt. Zum Beispiel, es war eine Zeichnung, wo eine glatte Hauswand zu sehen war und ein alter Baum war, der mit sehr viel Kriegskracks so herum. Den habe ich dann sehr ausgearbeitet und dann sagte er, sowas sollst du machen, diese Gegensätze. Okay. Also und das hat mich auch dann ein bisschen weitergebracht. Okay. Und ich finde jetzt, wenn man so die Werke von 1970, die wir hier in der Ausstellung haben, ich finde da mehrere Sachen im Zusammenhang mit dem Hauskonstruktiv total spannend, weil sie im Hauskonstruktiv selten vorkommen. Sie haben eine Schautafel mit Stroh und Sand. Und dann haben sie ein Raster gemacht, ja. Und im Hauskonstruktiv ist es zum Beispiel so, dass die jetzt, sagen wir mal, die typischen konkreten Künstler, die würden nie Sand oder Stroh verwenden, weil es kommt aus der Natur. Ja. Und aber was gleichzeitig wieder mit den konkreten Künstlern zusammengeht, ist das Raster. Und ich finde, das wird hier sehr interessant, weil sie kommen von verschiedenen Gebieten her und sind dann doch irgendwo so ein bisschen im Bereich der konkreten Kunst. Vielleicht ist das auch alles gar nicht so wichtig, diese Zuordnung. Doch, es war schon so. Ja. Dieser Sand kam aus Italien. Es gibt ja so auf dem Weg nach Venedig gibt es einen sehr schönen Strand, wo dieser Sand zu finden ist. Den haben Sie auf Ihrer Reise mitgebracht? Sackweise nach Hause gebracht. Okay. Aber für mich war eigentlich im Raster habe ich dann fließen lassen Sand und Stroh und solche Dinge, die selbst sich ihren Platz gefunden haben durch den Wasser, was da gestromen, also so, das Wasserstrom, ja. Drüber geflossen, ja. Quasi. Und dann haben Sie aber ein Raster drüber gelegt? Und dann habe ich eine Schnur genommen und damit ein Raster gemacht, darüber gespannt. Also da haben Sie eigentlich ja schon, weil diese Art von Raster, die kennt man auch ein bisschen aus der Archäologie. Also die Archäologie spannt ja auch mal so Felder ein in der Natur. Das stimmt, ja. Und dann untersuchen Sie diese einzelnen Einheiten, oder? Und mir kam das so ein bisschen vor, so da wird wie so das einzelne Feld
genauestens untersucht und mit dem Feld daneben auch ein bisschen im Vergleich gesetzt. Oder? Dieser Unterschied zwischen einzelnen Feldern, die eine deshalb oder anders geflossen ist, das interessiert mich einfach. Ja. Und wenn man kein Raster hat, dann hat man auch irgendwie keinen Anhaltspunkt, keinen Vergleich. Ja, das finde ich sehr interessant, weil Sie haben so das Raster und den Vergleich, Sie haben nicht gezögert, das auch mal mit so Naturmaterialien oder eben auch mit dem Körper durchzuexerzieren oder durchzuexperimentieren. Es gibt wunderbare Filme von Ihnen, wo Sie eben mit dem Körper auch die Proportions, die Proportionen ausmessen, oder? Das fand ich auch wahnsinnig schön. Das kommt vom Alltag. Vom Alltag? Ja, zum Beispiel in Budapest sind die Untergrundbahnen Boden mit großen Steinen ausgelegt. Mhm. Und wenn man warten muss, dann spaziert man da auf und ab. Und ja. Ich bin immer so gegangen, dass meine Ferse zu einer Linie kam. Und dann bin ich weitergekommen, so Fuß an Fuß. Ja. Und wann ich mit den Fußspitzen wieder eine Linie erreicht habe, das war nur ein Spiel, also Zeitvertrieb. Und dann habe ich daraus diesen Film gemacht, also diese Videoaufzeichnung. Ja, aber auch das finde ich sehr spannend, weil es ist quasi etwas ganz Kleines, eine kleine Bewegung, wie ja auch der Ausstellungstitel heißt, so Minimal Movements, Shifts. Eine kleine Bewegung, aber es ist eine größere Veränderung, vor allem mit der Zeit, oder? Ja. Und dann haben Sie auch, das hat mir auch sehr gut gefallen, und sowas sieht man im Haus konstruktiv nie. Sie haben eine Frau, ein Modell, sie ist nackt und man sieht das sie. Das war ein Mädchen. Ein Mädchen. Ja. Das ist keine Frau. Keine Frau, noch ein Mädchen. Und dann haben Sie da zuerst so rückwärts, also von der Rückenansicht, und sie bewegt sich leicht. Und Sie haben jeweils die äußerste Linie nachgezeichnet. Ja, das war durch die Kamera geschaut. Also ich habe durch die Kamera geschaut und mit der Hand dann die Linie gezogen, wo es eben ganz am Rande war, so ist des Körpersrand. Und dann habe ich gesagt, jetzt dreh dich eine ganz wenig um. Und so ist eine ganze beschriftet worden, dieses ganze Körper, mit der eigenen Bewegung. Also das war eine Identität, die sonst nicht zu sehen war. Aber auch das eigentlich super schön, weil es ist eine Bewegung festgehalten worden. Und auch wenn das nicht wie Linien sind, es sind auch Linien, aber der weibliche Körper ist ja nicht gerade. Also von dem her sehr schön, wirklich ein Festhalten von Linien in der Bewegung. Und wie sich das große Bild dadurch ändert. Eigentlich auch die Veränderung auch der Wahrnehmung, finde ich. Ich hatte damit eine andere Vorstellung, dass dieses Mädchen hatte einen Zwillingspartner. Mhm. Und die sind sehr unterschiedlich gewesen, aber sehr, also körperlich waren sie sehr, sehr, sehr ähnlich einander. Okay. Und ich dachte, dass der eine den anderen so, dass diese Umrinde, also Randzeichnung machen sollte. Ja. Mhm. Aber das war nicht zu machen. Na, ich meine, also, wenn der eine die Kamera in der Hand gehabt hätte, dann so einäugig kann man doch nicht sehen. Dazu war ein Hilfsmittel die Kamera. Dann ist das schon das ganze Wunder schon weg. Mhm. Dann würde ich gerne noch eine Druckgrafik im weitesten Sinne herausgreifen, weil ich finde auch das sehr, sehr spannend, was Sie mit der sogenannten Druckgrafik gemacht haben. Weil es ist häufig so, dass man das Gefühl hat, wow, Sie haben eigentlich die Druckgrafik wie so die Prozesse in diesem Druckprozess, wie dekonstruiert, würde man vielleicht sagen, sie in einzelne Prozesse zerlegt und genau untersucht. Ja. So empfinde ich das zumindest. Nicht nur das Drucken, sondern der Aufbau, wie das geätzt wird. Auch das. Und wie das, also einzige Stellen abgeschlossen sind, die nicht mehr weiter geätzt werden sollten. Also es ist ein sehr interessanter Prozess, der sehr mannigfaltig ausfallen kann. Mhm. Und das hat mich, also so arbeite ich sonst auch. Also ich mache irgendetwas und dann sehe ich einen Segment, die noch weiter auszuarbeiten ist. Und dann wird das Ganze doch zusammengeflochten. Also und die Radierung, also zum Beispiel Lithografie, habe ich nie richtig gehabt, also gern gehabt. Und auch nicht Siebdruck. Die waren außerhalb von mir.
Also diese Selbst, also wo man drin war, das war doch die Radierung, weil das so unterschiedlich gemacht werden konnte und sehr sensibel. Wie meinen Sie das, wo man drin war? Ja, also Lithografie ist zu mechanisch. Okay. So mit dem Drucken kann schon nichts mehr machen, da ist es schon drin oder... Aha, dann nicht, ist es quasi ja, wie schon in der Platte aber oder so. Man kann sogar mit dem Färben, Einfärben mit der Radierung weiterarbeiten. Ja. Und das ist so mein, eigentlich, was ich sehr als Vorbild vor mir hatte, das war der Rembrandts Kreuzigung. Okay. Also wo mit ganz dicken schwarzen Linien irgendwie das Wetter hereinkommt in diese Kreuzsituation ja, mit drei Kreuzen. Ja. Und das hat mich eigentlich sehr gespornt, so richtig stark hineinzugreifen. In diesen Prozess ja, von der Radierung ja, selbst, als in dem... Wie nennt man das mit so einem Stift? Das ist Kaltnadel. Kaltnadel, genau. Da haben wir eine sehr interessante Arbeit in der Ausstellung, die heißt der Printing till Exhaustion, also die, das Drucken bis zur ja, Erschöpfung. Oder? Ja. Ich erkläre immer, dass den Leuten, es war nicht ihre Erschöpfung, sondern die Erschöpfung der es Platte. Es ist so gleichzeitig. Gleichzeitig? Ja, ja, ja. Weil nämlich die Platte, das war eine Aluminiumplatte, das ja, extrem weich ist. Und wenn ich mit einer starken, so schneidenden Nadel hinein zeichne, dann kommt so ein Spalt, also ein Grat heraus. Diese Kerbe. Und das ist sehr schön schwarz, ja, wenn man das einfärbt und sehr leise auswischt. Aber wenn man dann zu viel Drucke macht, also, und das sind sehr viele Drucke gemacht worden, dann durch das viele Schleifen und so und sauber machen wird das immer flacher und schließlich dann sehr langweilig. Und so ist dieses auch gekommen, dass bis kleine Platten wurden gebraucht und bis ich das alles verwendet habe, kam ein Meter mal 70 Fläche heraus, wo am Anfang ist es sehr schön stark und saftig und so. Und am Ende ist es so wie ein... Also ganz feine Linie. Ohne so. Salz. Ohne Salz. Ohne Pfupf, würde man ja, wahrscheinlich hier ja, sagen. Ja. Und da habe ich es eben sehr, sehr spannend gefunden. Wir haben ja eine, die ist im Abstand von, ich glaube, 5 mm, 4 mm ja, und 3 mm. Das geht immer. Also ja, je dichter die Linien zueinander sind, desto länger hält ihre Stärke und die Schwärze. Aber wenn sie voneinander breit weg sind, 8 mm zum Beispiel, das ist schon, dann halten sie einander nicht mehr. Dann sind sie individualistisch und alle gehen kaputt. Das fand ich eben total interessant. Ich hätte einfach so ad hoc hätte ich das genau umgekehrt gedacht. Ja. Aber das haben Sie mir dann richtig schön vor Augen geführt, dass eigentlich die schmalen Abstände länger halten. Ja, ja. Das hat mich eben einfach verwundert, also als Laie. Wenn man so zusammen ist, dann ist man stark. Also alles kann toll, politisch auch was. Oh, das ist eine sehr schöne politische Rolle, die habe ich mir noch nie überlegt. Aber sozusagen enger zusammenstehen ja, macht stärker. Was für ein wunderbares Bild. Also Sie fragten mich auch so in diesem Interview, ja, was wir schriftlich beantwortet haben, genau, dass, wie kommt das die Politik da hinein? Ja. Überall kann die Politik hineinkommen, ja, weil man so viele Erfahrungen hat. Das finde ich eben total interessant und ich erwähne auch jedes Mal wahnsinnig gern die Pädotypien. Bitte? Die Pädotypien erwähne ich da auch immer sehr, sehr gerne, weil Sie da diesen 1. Mai-March, wie heißt das, der 1. Mai... Die Pädotypien. Die ich sage Pädotypien. Monotypie, Pädotypie. Monotypie mit dem Fuß, oder? Ja. Und das ist ja auch schon eine Drucktechnik, eine Monotypie ja, wäre schon eigentlich. Ich habe dann die Druckgrafik ja, zusammen ja, verbunden mit dieser Pädotypie, also überhaupt mit Spur hinterlassen. Ja. Also das habe ich dann, also Fotoserien gemacht und so. Und ja, was Sie auch gefragt haben, wie diese Pädotypien wieder politisch sind. Also wenn man so die schön angelegten Seitenwege und so weiter, das auf der Grünfläche ist, und die Leute wollen das nicht benutzen, sie gehen quer rüber und machen eigene Wege oder eigene Pfade. Das ist schon politisch. Das ist politisch. Ich will nicht dein Weg. Ich will nicht dorthin gehen, wo alle gehen. Ich will meinen eigenen Weg gehen. Und nicht Abkürzungen. Ja, sehr, sehr schön.
Dann glaube ich, würde ich jetzt gern auf das Displacement Nummer 1 kommen, weil das ist natürlich sehr wichtig. Das sind so 8 Farbfelder, 5x5, Rechtecke, Diagonale. Ja. Und dann haben Sie das verschoben, einmal horizontal, einmal diagonal. Ja, alle so nach einem System. Nach einem System. Ja. Jetzt ist da... wie viel Mathematik steckt da noch dahinter? Also am Anfang war die Mathematik drin, dass ich eigentlich diesen Grundsymbol der menschlichen Dasein und Denken und so weiter, also magisches Quadrat, und dass die Welt so eigentlich in einem sehr vielfältig ist und doch zusammen die Zusammenhänge doch nachvollziehbar sind. Und ich wollte mir selber solche machen, aber nur den Weg habe ich nicht gefunden durch diese Vorstellungen, was ich hatte mit den farbigen Rechtecken und die hin und her zu schieben. Aber das war einfacher, mich Strohhalme zu machen. Also einfach irgendein Prinzip nehmen, wie viele Einzelheiten ich haben möchte und die dann anders wie zusammengestellt. Denn dieses Prinzip von magisches Quadrat ist so, dass es gibt ein Quadrat, die 16 Felder, und in einem jeden ist eine andere Zahl, aber wenn man sie zusammenrechnet, dann ergeben sie 5 und dasselbe horizontal und vertikal und auch diagonal. Das heißt, die Mathematik war so am Anfang irgendwie wichtiger und bei dem Displacement schon nicht mehr so wichtig. Das kann ich nicht sagen. Also Mathematik war für sich selbst nicht interessant für mich. Nicht interessant, okay. Obwohl ich irgendwann mal noch in der Mittelschule irgendeinen Ruhm damit hatte. Aber schließlich bin ich kein Mathematiker geworden. Ja. Aber eher die Gegenstände, die in einer Beziehung zueinander haben, wenn sie viel sind, weniger sind oder die zahlmäßig eine Verbindung miteinander haben. Mhm. Das heißt dann also so bei den Displacement, da hat sich für Sie eine Welt, eigentlich wie eine ganze Welt aufgetan von formalen Bezügen. Das ist so von dem räumlichen Übereinander. Ja, und lebhaft muss es sein. Und lebhaft, ja. Das finde ich sehr interessant. Und dann haben wir ja speziell das Werk, das Sie im Buchberg gemacht haben. Also das war ja eine große Raummalerei. Das war kein großer, es war 14 Quadratmeter, aber es war ein gewölbter Raum. Ein gewölbter Raum. Es war sozusagen vom Hausherrn zu Dienstboten so ein Umgangszimmer, Übergangszimmer. Ein Zwischenzimmer. Ja. Aber genug groß für mich, da ich einen Monat lang das gemalt habe. Ja. Das sieht man sehr schön in dem Film, den wir auch in der Ausstellung zeigen. Das habe ich mit Super 8 gefilmt und dann später mit 16 aufgeblasen. Ah ja, okay. Das, ich finde, man hat einen guten Eindruck, wie das entstanden ist. Und wir haben ja, als wir die Ausstellung besprochen haben, haben wir noch gesagt, das müssen wir neben den Rockefeller Dining Room setzen. Weil der Rockefeller Dining Room, ist ja noch eben so von Fritz Glarner aus dem Jahr 1964, 65 und ist immer so ein Masterpiece auch der konkreten Malerei. Er hat schon so ein bisschen eine Diagonale, aber er hat, bei Fritz Glarner sieht man den Farbauftrag sehr stark. Ist eigentlich sehr individuell im Pinselstrich, ja. Und deshalb, ich finde das so schön, dass wir den Buchbergraum daneben zeigen können. Weil er ist natürlich viel komplexer, viel farbiger. Es sind alle 8 Farben angewendet, glaube ich, von dem Raster. Und es sind wirklich schön, die Geflechte und die Wölbung vom Raum bildet nochmals wie ganz was Spezielles. Ja, so. Das ist, was mich immer interessiert, dass ich denke irgendetwas und während des Machens selbstständig sieht sich die Sache und wird kompliziert und lebhafter dadurch. Ja. Denn wenn es so gleich durchschaubar ist, dann ist es nicht mehr lebhaft. Das ist es zu systematisch und so. Deshalb bin ich auch kein konkreter Künstler in dem Sinne. Ja, ich bin wahrscheinlich auch nicht so die konkrete Kuratorin, weil ich bin zum Beispiel ganz schlecht in Mathematik. Aha. Also das hat man mich auch schon oft gefragt und ich muss dazu auch immer grenzen. Ja. Ich erkläre dann immer, dass aus diesem Displacement eine Unzahl an Möglichkeiten entstanden ist und ich finde, man sieht die in dieser Ausstellung auch sehr gut. Sie haben ja den Buchbergraum, da haben Sie schon mal in Verbindung damit, die Bilder haben Sie Quasi-Bilder genannt. Das war früher die Quasi-Bilder. Erst kam dieses System Displacement. Ja.
nach der Suche von magischem Quadrat und dann aufgehört damit, weil ich sehe, das geht nicht. Und dann habe ich gesehen, aber dass wenn man Teile daraus herausnimmt, auf den einfach weil es gefällt, in dieser Art Raster zusammenzufassen. Und die habe ich dann vergrößert und die sind quasi Bilder, weil sie keine richtigen Bilder sind, also sie darstellen nicht, sie sind nicht konzipiert als so komponiert und so, sie stellen sich selbst dar, so wie sie gemacht worden sind, außerhalb der künstlerischen Gedanken. Und sie könnten auch jeweils wie noch erweitert werden oder es könnte wie noch ein anderer Ausschnitt? Nein, erweitert nur bis zum Rande des Quadrates, des Rasters. Bis zum Raster. Aber wenn Sie den Ausschnitt vergrößern oder so? Alles kann man dann eben machen. Da habe ich das Gefühl, dass Stücke wir, zerschneiden und genau, so. Genau, da habe ich eben, da denke ich, wenn daraus sind ganz viele Bilder entstanden aus diesen Möglichkeiten. Mhm. Und dann sind wir schließlich wie hier in diesem Raum, also wo dann nicht nur die Linien und die Raster sozusagen sichtbar sind, sondern auch die Flächen, die sich ergeben. Diese schrägen Linien, die eigentlich die Fläche belegt haben, damit bis dahin ist diese Fläche da mit dieser Farbe und so kamen die Farben zusammen, so übereinander gekreuzt sozusagen. Dann habe ich diese weggelassen und einfach Quadrate oder zum Beispiel diese Arbeiten, die sind auf dem Kugel abgewässert, also Raster auf dem Kugel. Und so kamen sie zusammen voll bemalt. Und damit sind dann ganz andere Probleme gekommen, malerische Probleme, so wie Farben. Welches? Von Farben. Und da habe ich zufälligerweise dann dieses Albers-Buch Interaction of Color übersetzt. Und auch dann später mit Studenten das durchgemacht. Und da habe ich sehr viele Möglichkeiten da gefunden und auch was dann überhaupt sensibel geworden auf diese Sache. Sonst früher war ich nicht sensibel. Bei dem Quasi-Bilder habe ich immer mit Rot angefangen. Rot kommt dann Grün, also was komplementär ist. Aber welches Grün, welches Rot? Das ist ganz anders in der richtigen Komplementarität, was die Auge macht. Also wenn man dann Rot anschaut, also auf der weißen Fläche und daneben schaut, dann kriegt man so etwas wie ein Türkisblau. Und das ist das richtige Komplementär von dem Rot. Nicht dieses Grün, Saftgrün oder so. Aber ich habe Saftgrün genommen. Und die habe ich dann miteinander in Verbindung gebracht. Und so habe ich nicht nur 8 Farben gekriegt, sondern viel mehr Farben. Ohne ich wollte. Und das ist ein sehr guter, also ein Punkt, wo ich will es nicht haben, aber es kommt. Sind heute für Sie alle Farben möglich? Ja. Sogar der Schmutz auch. Ja. Sogar der Schmutz. Ich habe auch Arbeiten, wo ich mich gefreut habe, dass sie so schreckliche Farben bekommen sind durch die Mischung. Aber das ist auch Teil des Ganzen sozusagen. Ja, das gehört dazu. Ja. Und was mir gefallen, diese Bilder hier in der Ausstellung, wo man so fast eine Lasur, man hat das Gefühl, die sind so transparent, das sind so Farbschichten. Ach so, ja, ja. Die finde ich sehr, sehr schön. Das kommt, dieser Transparenteffekt, wenn die Farben so zusammengestellt werden, dass sie einander irgendwie behalten. Also insgesamt sind diese Farben drin und das Auge spielt sehr viel mit. Es ist ja jetzt die erste institutionelle Einzelausstellung in der Schweiz und Sie haben einen ganz besonderen Bezug zu der Schweiz. Vielleicht wollen Sie das noch mal nur kurz. Also ich freue mich sehr, dass diese Ausstellung jetzt zusammengekommen ist. Ich habe gleich am Anfang, als ich zu ausstellen anfing, da dachte ich, in der Schweiz muss ich ja mal, weil ich dort sozusagen wie zu Hause war einmal. Und dann kam aber überhaupt nichts und jetzt ist doch irgendetwas zustande gekommen. Etwas Besonderes, würde ich sagen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Ich freue mich sehr, dass das möglich geworden ist. Dankeschön.